Erik, der Wikinger. Nein, aber gefreut mich, dass ich dich wieder mal trifft da jetzt. Auf jeden Fall. Wir stehen jetzt gerade auf dem Wagen vom Toni Stracker und hinter uns ein Fahnenmeer. Und ja, ich frage dich trotzdem, was tust du heute da? Warum bist du heute gekommen? Naja, mitmarschieren natürlich, ist ja klar. Man lässt keinen Handwanderer raus. Okay, das erste Mal? Nein, ich bin eigentlich das vierte oder fünfte, ich habe gar nicht mitgezählt. Okay. Ziemlich früh dabei. Okay. Und bist du auch selber Patient oder in was für eine Bindung stehst du zum Cannabis? Ja, ich bin seit meinem 17. Lebensjahr Konsument und auch immer noch dabei. Ein bisschen weniger als vor 20 Jahren noch, aber ich will es auch nicht sein lassen. Okay, aber super auf jeden Fall, dass du da bist. Frage nur, Gesetzgebung. Wann denkst du, wird sich in Österreich einmal irgendwas grundlegend ändern, dass sie mal, wie gesagt, sei es jetzt, dass man eine Pflanzerl genehmigt oder legalisiert kriegt? Oder was glaubst du, wie lange wird es so dauern, bis einmal der erste große Umbruch kommt? Das ist schwer zu sagen. Das kann ruckzuck gehen. Ja. Also ich schätze mal, dass zuerst das medizinische Gesetz fallen wird. Ja. Aber erst, wenn die Pharmafirmen selbst das Cannabis herstellen können, vorher geht da gar nichts. Und dann ändert sich auch für uns erstmal nichts, weil wir müssen weiterhin illegal anbauen. Sobald das Zeug in der Apotheke verkauft wird, dann werden wir immer noch verfolgt. Gibt auf jeden Fall viele Formen, in denen das passieren kann und wie das kommen kann. Ob das dann in der Trafik verkauft wird oder in Coffeeshops wie in Holland, je nachdem, schauen wir, was kommt. Auf jeden Fall cool, dass du da bist. Ich wünsche dir einen schönen Tag auf jeden Fall und ja, wir sehen uns. Möchte ich noch zum Schluss loswerden. Eine ganz einfache, logische Sache, 1+1 zusammenzählen. Die Prohibitionisten verteidigen die Prohibition immer mit dem Jugendschutz. Dabei weiß jedes Kind, wo es in der Stadt Cannabis zu kaufen gibt. Das ist schon immer so, das war zu meiner Jugend schon so. Ja? Und jetzt ist die Frage, wer verkauft den Kindern denn das Cannabis? Das ist die Drogenmafia. Und die Drogenmafia gibt es nur wegen des Drogenverbots. Ja? Und die stecken aber im Boot mit den Drogenverfolgern. Weil weder die Drogenmafia noch die Drogenverfolger gäbe es ohne Drogenverbot. Und darum klammern die sich auch so sehr an das Drogenverbot. Das ist so einer der Gründe. Das heißt, es wäre wichtig, dass man nicht nur Cannabis aus der Illegalität tut, sondern auch einmal jede andere Droge und dass man das einmal anschauen kann. Und ich glaube, nur dann ist richtiger Jugendschutz oder Schutz von Kindern möglich, wenn einmal alles legal ist und einmal angeschaut wird. Ja. Weil sobald die Erwachsenen nicht mehr bei der Drogenmafia kaufen, bricht denen ein großer Umsatz weg und dann rentiert sich das nicht mehr. Ja. Dann das ist richtig. Vor allem ist auch noch die Frage, was passiert, wenn das jetzt legal wird, sei es jetzt über 18 Jahre, was passiert mit Jugendlichen unter 18 Jahren, was tut man dann mit denen? Weil für die ist das ja dann nach wie vor illegal. Also naja, man sollte einen Großteil der Steuergewinne aus den Drogengeldern, also aus den Drogensteuern, die man dann einnimmt, natürlich in die Präventionsmaßnahmen stecken und aufhören, den Jugendlichen oder auch allen Leuten Lügen zu erzählen, sondern mal Karten auf den Tisch und mal darüber reden, was wirklich Sache ist. Ja, dann wird auch die Prävention überzeugender. Dann glauben uns die Jugendlichen auch, was da passiert und was da gefährlich ist und was nicht. Was ja momentan total für ein Arsch ist. Es ist tatsächlich so, bevor man mal ein reines Gras kommt, ist es jetzt immer wichtig, dass man an reine Information kommt. Siehst du das auch so? Also, dass einmal die ganzen Lügen und das ganze Unwissen einmal weicht und weil die reine Information in die Köpfe von den Menschen kommt. Ja, absolut, ja. Ich verkaufe auf dem Marktplatz Hanfprodukte, also Cannabisnüsse und so weiter. Und es ist erstaunlich, wie gut die Leute aber auch schon informiert sind aus dem Internet. Ja. Ja, von Staatswegen wird immer noch Blödsinn erzählt, aber die Leute, man kann sie nicht mehr... Fruchtet. Ja. Man kann die Leute nicht mehr für dumm verkaufen. Ja. Das lassen die sich nicht mehr lange gefallen. Schau dich um, wie viele hier sind. Ja. Also es werden schon ein paar tausend kommen heute auf jeden Fall. Ja, ja. Cool. Aber es gibt böse Polizisten, die rumlaufen. Die haben wohl den Auftrag, morgen für die Zeitung irgendwelche armen Leute, die sich eine dicke Zigarette gedreht haben, festzunehmen, damit sie morgen in der Zeitung schreiben können, 50 Kiffer vom Hanfwandertag gezogen, die Drogen dabei hatten. Oder irgendwie sowas werden die wieder schreiben. Hundertprozentig. Wir sollten mal so einen goldenen Joint bauen. Der Push-Doktor, der hat goldene Papers. Okay. Ich habe die auch schon geraucht mal. Das ist super. Gold-Papers. Arschteuer. Aber sowas machen wir dem Bürgermeister mal. Wäre das eine Idee? Ja. Wir bauen so einen richtigen großen Johnny aus Goldpapier, aus Glattgold und überreichen es dem Bürgermeister. Genau. Und wenn er will, tun wir Hopfen dabei. Ja. In diesem Sinne hätte ich gesagt, auf geht's auf einen schönen Hanfwandertag. Ja. Hey. Legalize.